So, nach dem kurzen Absturz ist hier nicht viel passiert. Ich bin wieder zurück. Er hat es zum Glück gespeichert. Ich freue mir einen Ast. Und wir bauen mal eben das, was gefehlt hat, wieder auf. Ich guck mal eben ins Industriegebiet. War doch alles beim Alten, ne? Jawohl. So, wir wollten ja noch... Hier hatten wir dieses kleine Gebiet noch abgesteckt. Mann, Flugzeug, bist du laut. Und das dann auch mal eben mit Wohngebiet ausgezeichnet. So. Ausgezeichnet. Und das könnten wir vielleicht hier noch fortsetzen. So, und dann so. Und dann kommt hier wieder die Straße hin. Oh, wir haben keine Kohle. Oh, 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 da müssen wir jetzt aufpassen. Wir kriegen natürlich genug. Zum Glück 513 pro Stunde. Wunderbar. Ich stelle auch mal eben einen Schritt höher, damit wir hier die letzte Straße bauen können. Zu wenig Simoleons. Ja, ich weiß. Mach doch die Stunde voll. Dann können wir die auch bestimmt bauen hier. Zack, 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 zack. Jawohl, da haben wir Kohle gekriegt, aber es reicht trotzdem nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ja, da müssen wir noch warten kurz. Da werden auf jeden Fall Wohnhäuser gebaut, das ist gut. Auch die kleinen Wohnhäuser, die wir brauchen, das ist sehr gut. Sehr schön. So, mach die nächste Stunde voll, dann kriegen wir auch endlich die Straße hier fertig. Jawohl, zack, und dann kann ich auch aus dem schnellen Modus rausgehen. So, und dann fangen wir hier nochmal an, auch Wohngebiete... Ach, was habe ich denn hier gemacht? Ach, Duki, das muss doch nicht sein. Dann kommst du erstmal wieder weg, das kostet natürlich alles Geld. Scheiße, ich wollte doch hier hinbauen, jetzt müssen wir wieder warten. Komm, ich stelle einmal auf ganz schnell, damit wir hier richtig fix an unsere Kohle kommen. Na, 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 und jawohl, da ist sie, zack, und jetzt können wir die Straße auch bauen, wunderbar, und dann auch hier komplett alles zu Wohngebiet machen, würde ich mal sagen. Hier kommt ja noch, das können wir eigentlich auch schon mal ausweisen, oder? Ne, damit warten wir noch. Hier kommt dann auf jeden Fall noch Geschäftsgebiet hin, dann werde ich die Autobahn hier ausbauen und gucken, dass wir da zum einen hier eine Verbindung hinkriegen. Und zum anderen natürlich dann auch... Ja, wie machen wir das? Ich möchte jetzt nicht jede Straße hier einzeln an die Autobahn anbinden, weil sonst die Autobahn echt überlastet ist und da keine Sau mehr vorbeikommt, ne? Das ist natürlich klar. Deswegen geht da wahrscheinlich eine Straße maximal von ab, wie wir es auch hier gemacht haben. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie das jetzt dann aussehen wird. Wo war das Flugzeug? Da ist das Flugzeug! Noch eins. Ja. Schön. Es ist wieder Nacht. Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Kann man so schön durch die dunklen Straßen Bad Günzelshausens flanieren. Die Jukebox klingt über die Nacht. Und man hört in jeder Gasse das bunte Treiben der Stadt. Die sich so langsam aber sicher zu einer Stadt entwickelt. 192 Einwohner, was laber ich da überhaupt für ein Scheiß? Wir sind noch ein Dorf, aber mit Anwohner zweiter Klasse. Darf man nicht vergessen. Und mit einem riesigen modernen Tempel, wo die Leute Antworten auf ihre Fragen suchen und finden können. Tempel! Hä? Hört ihr das? Das war gerade ein Glockengeräusch am Start. War das jetzt die Kultstätte? Ich meine, wir haben ja noch keine Kirche, ist geil, oder die Kultstätte gewesen sein. Aber es klang so wie Kirchenglocken. Hör mal. So, was sagt eigentlich unser Gemeindehaus? Da brauchen wir natürlich noch ein bisschen, um abzugraden. 5000 Einwohner, ja, wir haben einen Bruchteil, ne? Aber wir geben ja auch nicht wirklich Gas, sag ich mal. Also das ist alles noch in Ordnung. Was sagt er denn hier? Wir haben im Moment nicht genug Fabrikarbeiter. Warum nicht? Wie viele fehlen denn da so? Gibt es keine Karte für die Arbeitslosenstatistik? Oder für die, die Leute gebraucht werden irgendwie? Was ist das denn? Gebäudedichte, okay. Zufriedenheit. Okay, maximal gelb, also teilzufrieden. Arbeiter. Wohngebietskarte, Gewerbegebiet, Industriegebiet. Grundstückspreiskarte. Na, hier sind die Grundstücke natürlich niedrig.
weil ein Industriegebiet das dann runterzieht. Bürgermeisterhaus wertet das Ganze natürlich wieder auf. Ne? Da sieht das schon wieder anders aus. Und deswegen haben wir hier auch Leute zweiter Klasse, sag ich mal. Und die kann man aber auch wunderschön sehen, dass wir hier im Außenbereich die erste Klasse Leute ansiedeln könnten und hier im Innenbereich dann da, wo es ein bisschen dunkler türkis ist, zweite Klasse Leute ansiedeln. Das ist ja wunderbar gemacht eigentlich. Was haben wir denn hier? Die Technologiekarte, Industriegebiet. Okay. Low-Tech, High-Tech, wir sind in der Mid-Tech, würde ich mal sagen. Stromkarte, Strom ist auch noch genug vorhanden. Genauso wie Wasser und Abwasser kann auch abfließen. Müllkarte. Oha, hier fällt natürlich ein bisschen viel Müll an. Da müssten wir vielleicht langsam mal in Richtung Müllhalde schielen. Brandrisikokarte haben wir noch gar nicht. Gesundheit brauchen wir auch noch gar nicht. Polizeischutz ist auch nicht vonnöten. Ausbildungskarte. Ja, ist hier ein bisschen mau, ne? Nicht angemeldet alle. Ist natürlich nicht so schön. Keimkarte, Umweltverschmutzungs-, Luftverschmutzungskarte, Bodenverschmutzungskarte, Wind. Was ist das denn? Strahlungskarte. Haben wir natürlich auch noch nicht. Kein Atomkraftwerk am Start hier. Buskarte, Straßenbahn, Zug und Bootskarte, Kohlekarte. Ja, das brauchen wir alles noch nicht. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? So, ne? Zack. Ne, wir müssen ja schon erstmal dafür sorgen, dass überhaupt genügend Leute da sind, um diese Aufgabe abzuschließen. Dann kriegen wir 1000 Credits. So, und Grundstückspreis. Möchten Sie etwas über die Einkommensschichten und die Grundstückspreise erfahren? Ja, komm mal her. Erzähl uns das doch bitte. Steigen die Grundstückspreise in einzelnen Bereichen Ihrer Stadt, werden dadurch Sims der mittleren und oberen Einkommensschicht angelockt. Öffnen Sie das Gebietsmenü. Machen wir. Zack. Und dann sieht man hier unten, Sie können die Grundstückspreisekarte dazu verwenden, Bereiche ausfindig zu machen, die für Häuser und Läden der oberen Einkommensschicht am besten geeignet sind. Öffnen Sie die Grundstückspreiskarte. Die hat man natürlich gerade schon auf. Jawohl, das ist diese und damit sehen wir das dann auch. Ja, ja, das haben wir dann gesehen. Die auf die Daten rot markierte Fahrer haben einen negativen und grün markierten einen positiven Einfluss. Das haben wir auch gesehen. Rot markiert, Industrie, grün markiert, Bürgermeisterhaus, Gemeindehaus. Ja, das haben wir alles schon gesehen eigentlich, ne? Wohlhabende Sims können mehr Steuern zahlen, haben aber auch höhere Ansprüche. Halten Sie sie bei Laune, damit sie in der Stadt bleiben. Ja, das müssen wir natürlich machen und da kommt dann mit der Zeit auch Bildung, Unterhaltung und ja, Schutz vor Feuer oder vor Angriffen durch Polizei und so. Also Schutz durch Polizei, nicht Angriffe durch Polizei. Das kommt dann alles zu tragen, damit die Leute dann nicht auch zufriedener bleiben. Es gibt tolle Läden, das reicht denen schon mal. So, was sagt eigentlich unser Kredit? Der müsste doch auch langsam abbezahlt werden, oder? Februar, Jahr 1. Wo sind wir denn jetzt? Steht hier nirgendwo. Naja, gut, den zahlen wir schon nach und nach ab, das ist okay. Perfekt, ich wollte genau einen solchen Ort zur stillen Einkehr. Damit meint er diesen. Er ist zufrieden mit dem Abwasser. In diesem Fall macht es mir zur Abwechslung nichts aus, wenn die Steuergelder in dunkle Kanäle fließen. Ja. Schön gesagt. So, Windkraftwerk grün, bla bla bla. Ich würde ja gerne was machen, aber wir haben nicht viel Kohle. Doch, 3,5? Wieso haben wir denn gerade so viel Geld bekommen? Nice. Sollen wir die Steuern nochmal erhöhen? Nee, wir lassen die Leute zufrieden, bleiben bei 9% Steuern und checken dann mal, wie wir das mit der Autobahn machen. Beziehungsweise, wo wir noch Gebiete ausweisen. Also, ich würde jetzt sagen, ab Autobahn, das ist so die Grenze. Links davon ist Industrie und rechts davon ist alles Wohngebiet. Das heißt, wir könnten hier nochmal Wohngebiet hinpflanzen, sofern wir uns genug Platz für das Windkraftwerk lassen. Aber hier könnte auf jeden Fall Wohngebiet schon mal hin. Und auch eine dicke Straße, die von der Autobahn wegführt, oder? Reicht da so eine Straße mit hoher Dichte, die wir hier einfach so davon kommen lassen? Oh. Schwer, schwer. Es ist wirklich schwer, schwer. Ich würde am liebsten so eine dicke Straße hier noch von abgehen lassen, die dann ins Wohngebiet führt. Haben wir natürlich jetzt nicht so schön gelöst hier alles. Boah, ist das teuer, ey. Alter Schwede, da. Was haben wir denn überhaupt für Nachfragen? Wir brauchen gering teures Wohngebiet. Das heißt, wir sollten vielleicht doch erstmal hier weitermachen. Hauptstraße mit hoher Dichte.
Boah, ist das teuer! Ah! Ja, passt mal auf, wir gehen erstmal hin, machen wieder Straßen mit hoher Dichte, pflanzen hier ein Stück und hier ein Stück, um dann auch wieder Wohngebiete auszuzeichnen, die hoffentlich hier noch billig sind. Alles, was hier passiert, ist schon wieder teuer, glaube ich, ne? Allein durch den Park, durch das Bürgermeisterhaus, durch das Gemeindehaus, meine ich. Oh ja, und wir sind schon wieder auf Speed hier. Gehen mal ein bisschen runter. Zur Entschleunigung natürlich, damit wir auch einkehren können in unseren Tempel. Und langsam sehen können, wie sich die großen Gebäude hier hochziehen. Ne, ist noch ein kleines, wunderbar. So, was sagt die Industrie? Ist die zufrieden? Hat die immer noch zu wenig Mitarbeiter? Ja, hat sie noch. Scheiße. Oder bist du noch sauer? Es ist schwer, gute Manager zu finden. Ach so, okay. Okay. Hörlitzer! Okay. Pass mal auf, ich mach mal eben einen Klick. So, Blase geplatzt, weiter geht's. Zack. Und wir gucken einmal, was den Leuten hier so fehlt. Das Geschäft läuft toll. Na, aber warum bist du denn so sauer? Ach ja, Mangel an Managern. Wir haben Probleme, Leute für die freien Stellen zu finden. Ja, wir warten erstmal ab. Wir haben ja Wohngebäude ausgewiesen, Wohngebiete ausgewiesen hier vorne. Und da achten wir einfach mal drauf, ob die dann jetzt den Weg zu ihrer neuen Arbeitsstelle finden. Vielleicht ist ja auch ein Manager dabei. Was brauchen wir denn für einen Manager? Schwer, gute Manager zu finden. Brauchen wir da echt schon Wohngebiete der Stufe 3 für, oder was? Ein Grünbedarf an Häusern, Dunkelgrünbedarf an... Ja, das ist natürlich klar. Kann ich das hier nicht größer machen eigentlich? Dann würde ich gerne größer machen. Dann würde ich mir gerne so angucken. Nee, anscheinend nicht. Na egal. Gucken wir erstmal, dass wir vielleicht so in Richtung Schule gehen und sowas. Ich würde doch schon gerne meine Leute ein bisschen bilden. Da ist doch... Nee, hier ist die Bildung. Genau. Eine Schule kostet 16.000 Schleifen. Die haben wir natürlich nicht. Wir kriegen 1170... Richtig geile Simoleons pro Stunde. Das ist ja echt mal fett. Was ist, wenn wir jetzt auf 11 gehen? Kriegen wir 1700. Aber pass mal auf, das machen wir einfach. Ich würde gerne mal wissen, wie lange wir unseren Kredit abbezahlen müssen. Achso, da sind noch 22.863 offen, oder was? Nee. Sicher, dass Sie den folgenden verbleibenden Kredit abbezahlen wollen? Nee, abbrechen können wir ja gar nicht. Ja, dann sparen wir erst nochmal ein bisschen und gehen dann hin und zahlen vielleicht unser Kredit ab, können somit unsere Einnahmen nochmal steigern, weil wir die Zinsausgaben nicht mehr haben und können dadurch dann ein bisschen mehr ansparen. Was sagt er denn? Das Fördermann ist ziemlich schnell. Es wäre schön, wenn es 0,3 Symptometer pro Sekunde langsamer laufen würde. Kann ich nachvollziehen. Ich habe mal in einer Fabrik gearbeitet, wo man auch am Fließband arbeiten muss. Und da war es echt so, dass dann in einer gewissen Meter-pro-Sekunde-Anzahl die Teile dann rausgekommen sind, die ich dann noch irgendwie bearbeiten musste und dann verpacken musste. Und da hätte ich mir auch so gewünscht, dass das Fließband 0,3 Sintometer pro Sekunde langsamer laufen würde. Ja, war durchaus der Fall. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, was wir hier machen sollen. Wir müssen ja noch Geld ansparen. Passt mal auf, wir gehen mal eben in den Gepacht-Tempo-Modus und gibt es ein Wort mit SCH, was hier jetzt passen würde? Nee, wir streichen uns richtig viel Kohle pro Stunde ein. Ihr seht da unten 1700 pro Stunde und die Stunden laufen. Da ist schon die nächste, wir haben 9 Uhr. Wir speeden jetzt ein bisschen ab, ist aber auch gar nicht schlimm. Was sagt er hier? Lamas? Wer will schon noch Lamas? Ziegen sind jetzt in. Aber wenn das so ist. Also ich finde Lamas schon ganz cool. Die spucken auf alles. Wieso hat er... Was will er denn jetzt mit Ziegen? Hör mal. Man sieht doch schon am Anfang im Ladebildschirm, dass Lamas geladen werden oder zusammengetrieben werden. Was sagt er? Da hinten als Anwalt brauche ich einen guten Anzug. Kleider machen Gesetze. Ja, das war. Was sagt er? Ich bin in dieser Stadt so erfolgreich, dass ich bald renovieren kann. Na, wunderbar. Gerade ein neues Haus gebaut erst und will jetzt schon renovieren. Da muss es ja wirklich gut für ihn laufen, muss ich mal sagen. Unser Bürgermeister scheint ziemlich gut drauf zu sein. Ich meine, für einen Bürgermeister. Ja. Hör mal, ich bin auch für einen Zirkusdumpteur echt gut drauf. So. Es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt, Käufer und Arbeiter. Zu welcher Gruppe gehörst du? Fragt er mich?
Als Bürgermeister, ich bin natürlich Arbeiter. Vom Feinsten. Was will er? Ich bin mir fast sicher, dass das Glas nicht halb leer ist. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Kommt drauf an, ne? Oh, hier ist rot. Oh, oh. Brauchen Lieferung, um arbeiten zu können. Hä? Heißt das, wir brauchen mehr Industrie oder was? Aber industriemäßig scheint ja alles okay zu sein. Es gibt keine Industrienachfrage. Nö, die sind auch zufrieden. Die scheinen auch einen Manager gefunden zu haben. Weil hier ist keine Nachricht mehr. Nö, ist doch eigentlich alles wunderbar. Und wir machen hier richtig Kohle. Haben auch schon jetzt 6 Stunden geskippt quasi. Sind am März, Januar, Jahr 1. Ne, März, Jahr 1. So, Januar und März wird natürlich nicht zusammenpassen. Hier ist schon der nächste Gehaltscheck. Wir haben 18.740 und jetzt gehen wir auch mal wieder in den Schildkrötenmodus, um dann unsere heiß geliebte Schule zu bauen, die wir haben wollten. Jetzt ist bloß die Frage, wo machen wir die hin? Das ist die Grundschule. Oh, die nimmt ziemlich viel Platz weg. Ich würde hingehen und vielleicht das Gewerbegebiet opfern. Das Restliche, was wir noch übrig haben. Allerdings müssen wir gucken, dass wir Platz bei der Schule lassen, damit wir noch Klassenzimmer, kann man glaube ich, anbauen, ne? Damit wir die noch anbauen können. Das heißt, wir setzen die vielleicht so. Wenn wir die jetzt einer rechts setzen, seht ihr rechts, da haben wir rote Gebiete. Das heißt, die können wir nicht verwenden. Das heißt, wir könnten vielleicht echt so machen. Jetzt habe ich rechts geklickt. Ah, das war natürlich falsch. Nein, hier ist auch nochmal hin. Und dann so. Hier ist links rot, hier ist rechts rot. Das heißt, wir bleiben genau in der Mitte und machen das jetzt einfach. Zack. Und was sagt uns die Schule? Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Das ist natürlich klar. Geil. Und alle sind zufrieden. Wunderbar. Wir kriegen richtig Leute hier. Und können auch überlegen, ob wir vielleicht mal ein Busnetzwerk da, ne? Petition zum Bau genehmigt. Schulbushaltestelle. Das heißt, wir gehen hier hin, machen so. Fahnenmast, den können wir eigentlich hier mal so direkt an die Schule stellen. Zack. Und auch das Grundschulschild. Machen wir auch direkt mal hin, ne? So, ja. Dann haben wir hier schön Grundschule stehen. Sowohl hier als auch hier. Wunderschön mit leichter Kontur und Relief und bla. Und hier ist dann der Fahnenmast. Mal gucken, was da so hinkommt. Ach genau, da kann man hier noch Busse hinbauen, ne? Einen Schulbus kann man hinbauen, einen zweiten. Aber ich glaube, wir müssen erstmal hingehen und Haltestellen ausweisen für den Bus, damit er auch Leute einsammeln kann überhaupt. Pass mal auf. Ja, das geht doch hier schon, jawohl. Schulbushaltestelle, ihre Schulbusse halten hier, um jeden Tag die Kinder einzusammeln und zur Schule zu bringen. Sogar am Wochenende. Boah, das ist aber fies, da würde ich mich kräftig beschweren. Das ist aber richtig gemein. Ja, passt mal auf, wir gehen jetzt direkt alle Wohngebiete ab. Wir setzen erstmal, fangen wir hier oben an. Hier, zack. Dann setzen wir vielleicht hier noch einen hin und hier noch einen hin. Dann kommt hier noch eine hin und hier auch noch eine hin. So, dann haben wir hier noch die Wohngebiete. Hier kommt natürlich auch noch eins hin. Dann kommt hier noch eine Bushaltestelle hin und hier noch eine Bushaltestelle hin. Dann dürften doch eigentlich alle zufrieden sein. Ich glaube, da setzen wir nochmal eine. Dann sind die auch zufrieden. Dann dürften auch alle Schüler rechtzeitig zur Schule kommen. Ich glaube, wir bauen sogar einmal noch. Ne, pass mal auf, wir gehen mal eben auf das I hier. Willkommen zurück in der Schule. Bürgermeister, Kinder sind wie kleine Pflanzen. Och, wie süß. Es wird nicht über Nacht gehen, doch mit etwas Geduld werden sie wachsen und gedeihen. Sie brauchen feste Wurzeln. Dann begehen sie später weniger Umweltsünden und Verbrechen und bauen heitig. Achso, vergehen später weniger Umweltsünden und Verbrechen und bauen heitig Geschäfte auf. Ja, ist doch wunderbar. Wollen wir doch mal hoffen, dass die Jugend hier nicht so versaut wird wie in Deutschland. Hashtag Rüttli-Schule zum Beispiel, ne? Nein, Quatsch. Ich weiß natürlich, ich bin ja natürlich kein Forscher oder sonstiges. Ich weiß nicht, wie es hier abläuft. Wir bauen auf jeden Fall erstmal eine Bushaltestelle, einen zweiten Bus eigentlich für 3000 Kröten, die wir nicht haben und für 100 Simoleons pro Stunde Abzug. Ne, das lassen wir dann doch erstmal. Ich stelle natürlich noch neue Leute ein. Ja, wir schauen, wie sich das so entwickelt, wie sich die Schule entwickelt, ob wir Lehrer finden, ob wir Busse brauchen. Wir haben natürlich noch keine Kohle. Warte mal, wir gehen mal eben wieder auf Geparden-Modus, sodass sich hier Leute einstellen und zur Arbeit finden. Ist natürlich interessant, wie dann so jemand hier, zum Beispiel der hier, ne, Herr Bars, wie der Lehrer wird. Ohne Universität, ohne sonstiges. Verstehe ich nicht so ganz. Naja, es scheint auf jeden Fall hier zu klappen. Ne, immer noch geschlossen.
stellen neue Leute ein. Ja, warum kommen denn keine Leute? Wir haben schon 2 Schulbusse, aber da steht auch nur einer. Ja, ich verstehe es nicht so ganz, auch was dieses Symbol bedeutet. Anscheinend, dass wir neue Leute einstellen. Ja, passt mal auf, ich gehe mal eben hier in da rein und sehe, dass wir deutlichen Bedarf an geringfügig teuren Wohnungen haben. Jetzt ist die Frage, wo wir die hinstellen. Basteln wir hier noch was hin? Komm, machen wir mal eben. So, so und so reicht nicht, oder was? Der Wasserturm ist im Weg? Oder wie? Oder wo? Oder was? Das Vorliegen von Straßen über aufgestellten Gebäuden ist nicht möglich. Ja, passt mal auf. Dann setzen wir den. Bauen wir eben einen neuen Wasserturm. Hier natürlich. Setzen den hier hin. Planieren dann diesen. Mach ich natürlich. Scheiß auf die Kosten, wir verdienen genug. Oh, es läuft doch immer noch im Gepard-Modus. Ne, jetzt machen wir schnell wieder raus. So, und dann können wir hier die Straße mit hoher Dichte bauen und hier anschließen. Jawohl. Und haben dann auch Platz für ein erneutes Wohngebiet. Ein geringfügig hoffiges. Hoffentlich. Geringfügig kostendes. Müsste doch sein, oder? Ist es nicht weit genug weg? Hier ist noch ein günstiges, das sind schon teure Häuser. Deswegen denke ich mal, dass hier günstige Häuser hinkommen. Auch noch einmal eben den Geparden-Modus rein. Na, 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 und? Ja, das sieht gut aus. Das sind günstige Häuser, wunderbar. Das heißt, wir decken damit unseren Bedarf. Und haben auch einen kleinen Bedarf an günstigen Gewerbe-Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, wir müssen echt langsam hingehen und diese Autobahn fertigstellen, damit ich mir einen Plan machen kann, wie es dann hier so weitergeht. Oder setzen wir hier noch ein kleines Industriegebiet hin, Gewerbegebiet meine ich natürlich. Vielleicht eher hier, damit der Einfluss der geilen Sachen hier nicht so gegeben ist. Passt mal auf, wir gucken mal eben hier rein. Das ist falsch, das ist auch falsch. Gewerbegebietskarte? Ne, wo war das? Nee. Doch, dieses ist das, ne? Diese Karte.